ist extrem wichtig. Also zum einen haben wir mit schwerkranken Menschen zu tun, die durch kurze Kontakte, hohe Geschwindigkeit, schnell mal irgendwas erklärt, völlig überfordert werden. Wir haben nicht nur mit den Patienten zu tun, sondern auch mit den An- und Zugehörigen, das heißt Familie und Freunde. Auch da gibt es ganz viel Unsicherheit, ganz viel Fragen. Das heißt, wir müssen mit vielen Menschen in Kontakt treten, Dinge erklären. Und es ist im Zweifel natürlich viel einfacher zu sagen, ich habe da noch was für Sie. Ich habe noch eine leichte Chemotherapie. Aus dem Gespräch bin ich in 5 Minuten draußen. Wenn ich aber sage, eine gegen die Erkrankung gerichtete Therapie ist nicht mehr sinnvoll und Sie werden an dieser Erkrankung sterben, dann ist das etwas, da kann ich nicht einfach mit dem Vorschlaghammer draufhauen und dann das Zimmer verlassen, sondern diese Gespräche brauchen Zeit. Das heißt, es kann gut sein, dass so ein Gespräch dann eine Stunde dauert, bis ein Mensch auch das wirklich tragen kann. Noch intensiver sind häufig Gespräche mit betroffenen Kindern. Das ist etwas, das ist mir unendlich wichtig, denn auch Kinder sind als Angehörige davon sehr intensiv betroffen. Und wenn man denen das nicht erklärt, dann bilden sich da ganz komische Vorstellungen. Also zum einen grenzt man Kinder gerne aus, weil man sie schützen möchte. Das geht immer in die Hose. Also auch wenn ein Patient seinen Partner schützen möchte und sagt, erzählen Sie es bitte nicht meiner Frau, die hält das nicht aus. Haben wir ganz oft die Situation, vor der Tür passt einen dann die Frau ab und sagt, mein Mann weiß nicht, wie es um ihn steht, aber ich, sagen Sie es ihm bitte nicht. Und dann ist es natürlich eine hohe Kunst, diese beiden Menschen zusammenzubringen und zu sagen, Leute, investiert bitte nicht so viel Zeit in eine Fassade, sondern nutzt die Zeit miteinander sinnvoll und redet drüber. Und auch bei Kindern ist es ganz wichtig. Ich habe schon ganz viele Kinder erlebt, die zum Beispiel Angst haben, einen schwerkranken Menschen zu besuchen, aus ganz banalen Gründen. Die können es ja nicht besser wissen. Die haben zum Beispiel Angst, dass vielleicht Krebs ansteckend ist. Dass sie selber sterbenskrank werden, wenn sie den Opa nochmal besuchen und berühren. Und das sind Dinge, die muss man aussprechen. Und dann kommen auch Kinder gerne ins Krankenhaus und dann kann man ganz viel Hemmungen abbauen. Es ist uns so wichtig, dass wir Kinder über die Station sausen haben, dass die lachen, dass die Spaß haben. Das tut auch diesen schwerkranken Menschen einfach total gut.